Servus meine lieben Freunde, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt und willkommen zurück bei Shisha Taster. Ja, es wird hier wieder mal Zeit für etwas Chaos auf meinem Kanal und zum Stichpunkt Chaos natürlich haben wir hier was von den neuen Sorten und zwar von der Funk You Edition, den Ice Ice Baby. Chaos hat hier wieder neue Sorten auf den Markt gebracht, die wurden ja schon hier an der Messe angekündigt, die Funk You Edition. Sieht ein bisschen hier GTA-Style mäßig aus, so die Dose. Ice Ice Baby an der Seite hier und ja, ich würde sagen, wir legen los. Was soll das Ganze sein? Vanille mit Eis. Ganz schlicht und einfach, nicht viel Schnickschnack, einfach nur Vanille-Eis. Wir machen unser Döschen auf und hatten wieder unsere Nutella-Verschlusskappe hier, die habe ich jetzt abgemacht. Tabak wieder ganz normal drin gelagert, schnitttechnisch wirklich super fein. Keine überschüssige Molasse, ein paar Ästchen mit drin, aber alles nicht so schlimm. So sieht das Ganze hier aus. Also wirklich nicht zu vergleichen mit der ersten Charge, sage ich mal, wo die ganze Molasse hier oben war. Also wirklich verbessert. Und wir legen hier los mit dem Geruch. Und geruchlich ist das hier, wie schon erwähnt, Fetteis mit Vanille. Also Eisnote ist hier definitiv penetrant und dominierend, also im Vordergrund wirklich sehr, sehr, sehr starke, kühle, erfrischende Eisnote und im Hintergrund unsere Riddle Chaos Vanillenote. Also 1:1 diese The Riddle Note. Heißt, für diejenigen, die The Riddle so schon gefeiert haben, die es probiert haben, die es kennen, die meisten werden es schon probiert haben. Ich meine, das ist hier oldschool, die ersten Sorten von Chaos, werden die The Riddle Note sofort hier raus erkennen. Schön geile Vanille von Chaos. Hast rein das Ganze und wir gucken, ob das Ganze auch hier so schmeckt. NPS V2A, Tonkopf, Kamin, 3 Kohlen und gib ihm das Ganze. So, rauchtechnisch brauche ich nicht viel zu erzählen, habt ihr selber gesehen und ihr kennt es selber. Geschmacklich kommen wir direkt zu. Wo ich das ganze Ding angeraucht habe, habe ich mir erstmal gedacht, die Eisnote ist definitiv penetrant und sehr, sehr stark. Aber jetzt nach so 10 Minuten, 15 Minuten Rauchen hat sich das Ganze gelegt und man kann es wirklich ohne Probleme rauchen. Kratzt nicht, drückt nicht. Sehr, sehr gut. Und es ist wie im Geruch schon. Also wir haben unsere Eisnote, die wirklich dominant ist. Also hier von vorne bis hinten vorne. Jetzt für die warmen Sommertage wirklich optimal, so eine richtig schön erfrischende, starke Eisnote und gefolgt von unserer The Riddle Vanille. Kein Schnickschnack mehr, nichts hier mit irgendwelchen Früchten, wirklich ganz, ganz schlicht unsere Riddle Vanille mit einer Eisnote gemischt, ergibt Ice Ice Baby. So, ganz easy, für die Leute, die The Riddle gefeiert haben, sage ich mal, diese Vanillenote, hier mit dem Eis, wirklich perfekt für den Sommer. Ich feiere das Ganze. Ich habe The Riddle auch damals schon mit Peanut Butter und gemischt. Für mich wirklich sehr, sehr lecker. Ich ziehe jetzt nochmal ganz kurz an dem Ding. Und wir kommen auch direkt hier zum Fazit. Also Chaos, neue GTA Funk You Edition. Erste Sorte jetzt Ice Ice Baby. Gefällt mir sehr, preislich, alles in einem, alles dasselbe geblieben. Schnitttechnisch, molassetechnisch, top. Geschmacklich hier wirklich astrein. Vanille, Eis, sehr, sehr lecker. Taste-Empfehlung geht raus für die Leute, die The Riddle gefeiert haben. Für die Leute, die aber jetzt auch mal hier mal eine schöne Eis-Vanille-Note haben wollen. Nummer 1 hier. Sehr, sehr gut. Und ich würde sagen, das war es auch schon wieder. Heute ein bisschen kürzer gehalten, das Ganze. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, Daumen nach oben wie immer, Freunde. Abonnieren nicht vergessen für noch mehr neue Videos. Und wir sehen uns auch schon bald wieder. Bis dahin, immer schön tasty bleiben. Macht's schön gut. Ich bin draußen, euer Shisha-Taster. Ciao.